Ich habe da eine Gabe, ich kann Auren, ich kann sie nicht wirklich sehen. Ich kann sie fühlen und ich kann Chakren öffnen, verschließen. Da, wo ich perfekt drin bin, ist das zweite Chakra. Das ist für mich, das kann ich genauso hin manipulieren, wie ich das will. Da habe ich absolute Kontrolle drüber bei anderen Menschen. Ich kann die halt nur die Chakren aktivieren oder wenn ich das möchte, auch verschließen. Und das hat dann meistens auch Konsequenzen auf den Körper. Aber das verschließt sich von der Zeit wieder alleine. Ich kann das nicht aufrechterhalten. Die Leute müssen da mitarbeiten. Ich kann das so anstoßen und dann, Ja. wenn sie nicht mitmachen, wenn sie da weiter nicht dran arbeiten, dann bricht das nach ein paar Wochen, spätestens nach 3, 4 Wochen, habe ich festgestellt, wieder zusammen. Ja, das ist ja bei allen Methoden so, die sind nicht nachhaltig, wenn das nicht ein echter Entwicklungsprozess ist, ne? Also das nehme ich immer wahr, auch wenn jemand irgendwie ne, diese sexuelle Gedanken an mich hegt, dann kann ich das immer wahrnehmen. Das sticht bei mir dann immer an diesem Punkt. Das ist halt so meine spezielle, besondere Fähigkeit. Ich würde mich als sexuellen Empathen beschreiben. Und irgendwie, ich weiß nicht, wie wir auf das Thema gekommen sind, aber er erzählte dann, dass er noch nie mit einer Frau Sex hatte und sich auch nie selbst befriedigt. Ja, und ich natürlich so, ne? Ich so, das kann doch nicht wahr sein. Du musst mal doch was machen. Wie kannst du denn so leben? Für mich, ne, kannst du dir ja vorstellen, dass sowas für mich völlig unbegreiflich ist. Das ist ja eine üble Krankheit, die man austreiben muss in meinen Augen. Ja. Ich meine ja immer, die verpassen was. Ich bin ja auch jemand, ich entjungfere total gerne Männer. Ich mag alte Jungfern, ich mag sie nicht. Also ich spiele gerne mit denen. Naja, es ist so, am Anfang sind sie sauer auf mich, da fühlen sie sich benutzt. Und dann so nach ein paar Monaten melden sie sich meistens nochmal und sagen, Dankeschön, das war super. Jetzt geht's mir gut, jetzt fühle ich irgendwie, jetzt lebe ich viel intensiver. Ah ja, okay. Die sind zwei jung, noch nie Männer, die noch nie Sex gehabt Echt? So haben. was gibt's? No! Ja! Mensch. Ich sehe das so als Geschenk an. In dem Moment wollen sie das immer nicht so wahrhaben. Na, aber dann später verstehen sie das. Doch, es gibt viele alte Jungfern. Echt? Oh, hallo, ja. Du bindest sie ja dann, das ist ja sowas wie, du Ja, aber wirst es eigentlich macht immer die mehr. dann mehr begreiflich, dass das mit mir. Deshalb sind sie dann ja auch sauer. Weil ich sie dann ablocke. Dann habe ich jegliches Interesse an denen verloren. Das ist auch kein wirkliches Sexuelles. Das ist irgendwie so. Ich denke, es kann nicht sein. Kann auch mit 26 keine Jungfrau mehr sein. Das geht doch nicht. So, deswegen kann das nicht akzeptieren und dann muss ich das ändern. Und die sind ja auch schlecht im Bett. Ich habe da ja nichts von. Ja, das ist so eine kleine Leidenschaft von mir. Ich ziehe die auch an, die alten Jungfern. Ja. Ja, da sind so die Frösche. Das ganze Froschhaar ist da. Die springen die Treppe runter. Und vor der Tür, wo der Froschkönig draufsteht, da sitzt ein ganz fetter Frosch mit einer Krone auf. Die anderen, das waren normale Laubfrösche und das ist eher so ein Ochsenfrosch. Also der gibt sich schon erkennen, dass er der richtige ist. Ja, da musst du ihn jetzt testen, herausfinden, wer er ist. Ja, warum sitzt denn du vor der Tür und nicht innen drin? Ich habe keine Lust, da reinzugehen. Na, da haben wir es wieder. Du willst dich nicht mit meiner Psyche auseinandersetzen, richtig? Nein, ich will mich nicht damit auseinandersetzen. Na, no, aber ich bin dafür, dass du schon mal da die Tür betreten kannst. Du bist ja schließlich ein Froschkönig. Obwohl eher so ein Krötenkönig, wie du gerade aussiehst. Naja, und du musst ihn ja nur an die Wand werfen, ne? Nur dann verwandelt er sich. Na, dafür ist er ein bisschen zu schwer. Da müsste ich ihn erstmal für schrumpfen. Den kriege ich nicht gehoben. Der ist fast genauso groß wie ich. Also vom Gewicht her wiegt er genauso viel. Er geht halt mehr in die Breite als in die Höhe. Ich mach mal die Tür auf. Ja, jetzt guckt er sich um und fängt an zu zittern. So, er hat in den Raum reingeguckt und hat geschrien und jetzt hat er sich wieder umgedreht und sitzt da und zittert. Hi, jetzt ist er zum Laubfrosch geworden, hat aber noch sein Krönchen auf. Das ist praktisch, so kann ich dich jetzt nämlich hochnehmen und mit reinnehmen. Jetzt hüpft er sogar von alleine rein. Macht ganz große Augen. Ja.
ist auch dunkel, ich mache mal das Licht an. Da steht jemand und hackt Froschbeine ab, um da eine Suppe draus zu machen. Und die haben alle eine Krone auf, die Frösche. Und sind alles Laubfrösche und denen werden die Beine abgehackt. Von dem Koch. Koch, wer bist du denn? Ja, genau, wer ist er? Ich bin der Idiot, der immer deine Männer vergrault. Warum machst du das? Will er dich haben? Ja, er hat schon gesagt, also in dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, weil du mir gehörst. Oh ja. Das heißt, also alle potenziellen Prinzen kriegen das Bein abgehackt und damit sie schon mal nicht mehr dir nachlaufen können. Mhm. Und du gehörst ihm. Ja, dann guck dir doch mal deine Wahl an. Da hat dich jemand ausgewählt. Das ist alles andere als sympathisch. Ja, dann sag's ihm. Das ist so ein komischer, fettiger auch. Fett und fettiger Koch. Schmierig. Klebrige, ja, fettige Haare. Er hat dich ausgesucht und anscheinend hat er die Macht. Jetzt sabbert er richtig. Er betrachtet mich. Ist er denn scharf auf dich oder woran liegt es? Ja, der ist scharf auf mich. Der sagt ja selbst von sich, dass er ein Idiot ist. Also weißt du, dass du chancenlos bist. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Gut, für was steht er jetzt? Für was stehst du denn? Jetzt verwandelt er sich in Frau Müller. Na, Frau Müller, meine Liebe, du bist doch nicht etwa scharf auf mich. So eine verkappte Lesbe wohl, ne? Ich glaube, das hat sie schon gesagt, ne? Ja, sie unterdrückt es immer. Wenn sie mich quält, dann wird sie ja geil, aber sie macht sie nur, wenn das für die Programmierung notwendig ist, macht sie irgendwas Sexuelles mit ihr, aber ansonsten unterdrückt sie das. Das heißt, sie ist dann noch zusätzlich verklemmt. Naja, wenn sie in so einem Kinderheim aufgewachsen ist, wo so verklemmte Nonnen waren, ist das ja klar, das färbt ja ab. Da wird ja die Sexualität, muss ja unterbunden werden, das muss man ja unterdrücken. Kann das sein, dass du ein zusätzliches Programm in mich eingepflanzt hast, was eigentlich gar nicht dahin gehört, nur weil du eifersüchtig bist und weil du möchtest, dass ich niemanden habe, dass ich niemals glücklich werde, weil du mich auch nicht haben kannst? Nein, das gehörte schon dazu, aber es hat mir sehr gefallen, dass ich das machen konnte, dieses Programm. Nein, es gehört dazu, dass ich nicht in der Lage bin, geliebt zu werden. Aber sie hat sich dann halt da ganz altruistisch zur Verfügung gestellt. Ja. Das macht mich wahnsinnig wütend. Du hast schon alles kaputt gemacht in mir. Warum? Naja gut, warst nicht. In manchen Dingen warst du ja auch nicht erfolgreich. Aber wenigstens das könntest du mir gönnen. Wenigstens eine Beziehung hättest du mir gönnen können. Nee, du kriegst nichts von mir. Gar nichts. Sag dir. Ja. Ich gönn dir nichts. Der Laubfrosch, also Tom, der spuckt gerade Feuer auf sie drauf. Ah, ja. Er attackiert sie. Jetzt verwandelt er sich allein in einen Prinzen, zieht das Schwert und geht auf sie los. Dich mache ich fertig, sagt er. Also er hat schon seinen Gegner erkannt. Anscheinend schon. Sie zieht so ein Schutzschild um sich rum. Da kommt er mit seinem Schwert nicht durch. Ich rufe mal den Schaman. Schamane, komm bitte mal her und versuch das Schutzschild aufzulösen. Oh, guck mal, ob es noch Anteile gibt in dir, die ihm helfen wollen, die wollen, dass ihr gewinnt. Ja, Schneeflittchen. Ich hab's wie Schneeflittchen genannt, Schneeflittchen passt nicht so ganz. Weil sie so 6 hat. Ja, richtig. Und ich habe auch, also ich muss sie jetzt erst mal befragen. Kann das sein, dass du die Einzige im System bist, die sich so ein bisschen befreit hat, die sich gelöst hat? Nein, das hat Christoph auch getan. Also ihr beide seid irgendwie, habt eure Programmierung selbstständig gebrochen. Ja, waren einige Außenreize nötig, aber es ist richtig. Ich weiß auch, welcher Trigger das war, was das ausgelöst hat. Dass sie sich befreit hat? Dass sich Coco befreit hat. Ja. Wie hast du, sie hat auch ihren Namen geändert. Welchen Namen hast du früher getragen? Das könnte ein Trick sein, ja. Cora. Okay, und dann wurdest du zur Coco und dadurch konntest du dich befreien. Ja, und ich habe das Märchen umgeschrieben. Sie hat das Lied, das ist
Das ist es wirklich. Ich habe das so oft im Kopf. Ich habe da seit das raus ist, habe ich da immer alle paar Monate mal einen Ohrwurm, auch wenn ich das gar nicht gehört habe. Von Rammstein Sonne. Kennst du das Video dazu? Also es ist so, Schneewittchen ist riesengroß. Das ist eine Domina. Und die Zwerge, die sind richtig devot. Die lassen sich von ihr den Hintern versohlen, finden das aber auch noch geil, ne? Die arbeiten für sie in der Mine, bauen Diamanten und Gold ab. Und sie ist drogensüchtig. Sie nimmt, stellt natürlich Kokain dar, aber sie nimmt, schnupft Goldstaub. Und fühlt sich dann immer sehr stark und mächtig. Und nachdem sie da ihre Nasen gezogen hat, dann versohlt sie den Zwergen auch immer den Hintern. Sie ist nicht das gute Schneewittchen, was für die Zwerge kocht und putzt, sondern die Zwerge arbeiten ausschließlich für sie. Es ist ja so ähnlich in dem Märchen, die sind ihr ja auch hörig, die Zwerge, aber die sind völlig hörig, die sagen keinen Pieps mehr. Es ist dieses Lied auch, hier kommt die Sonne, das ist richtig, also das ist sehr aufbauend, das ist sehr bestärkend. Ich habe da sehr oft einen Ohrwurm von und das Lustige ist, Februar 2001 und ich habe im Spätsommer 2001 habe ich angefangen zu koksen. Ich denke mal, dass das dadurch angetriggert wurde bei mir und dass dadurch Cora zu Coco wurde und sich dann durch die Arbeit nochmal zusätzlich, also erstmal wurde sie zu Coco und dann wurde sie nochmal zur Domina Coco. Also hat es dann komplett gebrochen nochmal durch ihre Arbeit. Und Okay. ja, und kontrolliert jetzt die Zwerge komplett. Das Dann ist bleibt das natürlich doch. mit dem Drogenproblem, das ist natürlich so eine Sache. Das ist bei diesem, in dem Video von Rammstein ist es so, dass sie sich eine Überdosis, sie nimmt eine Überdosis aus Versehen, und dann liegt sie in diesem Glassarg drinne und der Apfel befreit sie dann. Der Apfel fällt vom Baum und zertrümmert den Glassarg und sie fängt ihn dann so auf. Macht die Augen auf und die Zwerge, die sind total begeistert. Schneewittchen lebt wieder. Also der vergiftete Apfel, der befreit sie, nicht der Prinz. Und ich glaube, Coco hat auch. Ist das so, Coco? Hast du den Prinzen aufgegeben? Ja, der kommt sowieso nicht. So hat sie sich drüber hinweggesetzt und nimmt Männer anscheinend jetzt auch nicht mehr so ernst und sagt, ach, dieser schleimige Traumprinz will ich nicht, will ich ihn nicht haben. Auch als ich das Mädchen gesehen habe, also das war jetzt ein ganz besonders schleimiger Prinz, da habe ich nur so gedacht, I, nee, den nicht! Den will ich nicht, von dem will ich nicht geküsst werden. Wie reagiert denn Tom auf die Koko? Mag sie nicht so. Also er Okay. mag ihre Stärke. Das ist ja, manchmal ist sie ihm dann doch ein bisschen zu dominant. Und also beim Sex darf die ja gar nicht rauskommen, das geht nicht. Sie hat schon Parallelen zu meiner inneren Frau. Es ist jetzt nicht so, dass er ihr abgeneigt ist. Ja, wenn sie einfach nur normal dominant ist und nicht anfängt, SM zu praktizieren, sage ich jetzt mal so. Einfach nur eine sehr starke, selbstbewusste Frau. Das will er. Jedenfalls steht da jetzt Coco im Kampfoutfit. Und jetzt kämpfen Tom und sie zusammen gegen die böse Hexe. Sie wird auch verletzt durch unsere Schwerter. Es sind nur Kratzer, es sind keine tiefen Wunden. Jetzt verwandelt sie sich in eine Kröte. Jetzt habe ich ihr die Kehle durchstochen, sie aufgespießt und halt sie so hoch. Und sie zappelt und hechelt. Klatsch sie mal gegen die Wand, dann gucken. Ja, jetzt hat sie sich verwandelt in eine schwarze Perle. Sie ist jetzt tot, also zur schwarzen Perle geworden. Ja, schon wieder das Bedürfnis, die zu schlucken, aber das ist mit dem Eis ja auch nicht gut gegangen. Was mache ich denn jetzt mit der Perle? Frag sie mal. Perle, was soll ich mit dir machen? Mich zertreten. Oh, gut, bitte. Ja, und jetzt kriechen da alles, also die Scherben werden zu Spinnen. Haben Sie noch zu viel Macht das letzte Mal? Nee, ich gehe da nochmal mit dem Flammenwerfer drüber. Nö, nee, ist in Ordnung. Aber die müssen weg. Jetzt haben sich die Spinnen auf der Tapete verewigt zu und sind Rosen geworden. Also sie sind
ne, nicht wirkliche Rosen, sondern so auf der Tapete aufgedruckt. Na, ja, ist der Koch wieder aufgetaucht und hackt fleißig weiter die Beinchen ab. Ja, wo kommst du denn her? Aus dem Märchenwald. Die Frösche kommen auch auf dem Fließband reingerollt. Ist richtig Fließbandarbeit, was er da macht. Jetzt sagt er, ich sorge vor für deine nächsten Leben. Hoho, du kleines, bösartiges Ding. Ja, hat denn die Frau Müller denn noch so viel Macht, dass er da wie ein Roboter weiterarbeitet? Ja, hat sie. Sie ist ja Rumpelstilzchen irgendwie, ne? Mhm. Und die kriege ich nur tot, wenn ich den Namen rausfinde von Rumpelstilzchen. Und Tom verwandelt sich jetzt auch wieder in einen Laubfrosch zurück. Ja. Der Koch leckt sich die Lippen. Ganz besonders lecker, dieser Frosch. Na, den kriegst du nicht. Ich laufe gerade mit ihm raus. Aus dem Raum. Und ich bin jetzt in einem Labyrinth drin, voller Spiegel. Okay, was siehst du? Mich selbst. Wie ich durch die Gänge renne und durch diese Spiegel noch viel verwirrter bin, ne? Ich ruf mal Tux, der muss mich da durchführen. Der ist ja so, der kann das ja. Der Pinguin. Mhm. Ja, jetzt hat er wieder diese Uhr um. Schnell, wir müssen uns beeilen. Die Zeit läuft. Oh, was passiert, wenn wir nicht schnell genug sind, Tux? Warte mal, bleib mal kurz stehen. Nee, wir müssen weiter. Oh, gut, ich laufe erstmal mit. Das ist komisch. Immer wenn ich durch ein Labyrinth laufe, komme ich raus. Oh, und Ende an dieser Klippe. Also jedes, das Ende, das Labyrinth führt immer auf so eine Klippe zu. Und da oben kann ich immer mal einen Suchtraum sehen. Mhm. Der Raum weint. Dein Suchtraum? Ja, der weint. Warum weinst du denn? Ich werde sterben. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm, oder? Woher weißt du das? Ich weiß es einfach. Ich denke mal, das bedeutet, dass ich da nicht loslassen will, ne? Sag mal. Bedeutet, dass ich nicht loslassen will? Ja. Dass ich mich da so dran festhalte, dass ich Angst habe, ohne das zu leben. Das meine ich mit festhalten. Du traust dich nicht so, ohne diesen Suchtraum zu leben. Ja, genau. Der gibt mir halt Sicherheit. Und was nun, Tux? Ja. Was machen wir jetzt? Wir springen die Klippe runter und halt den Frosch gut fest. Aha, jetzt bin ich wieder unten beim Giftzwerg. Ja, er kennt mich auch. Hallo Herrin. Jetzt weiß ich auch, warum ich Herrin nicht mag. Finde ich furchtbar. Ich werde überhaupt nicht gerne so angesprochen. Als Domina, ne? Ja. Guck mal, wir wissen mehr Respekt hat vor dir. Ja, hallo, der spurt richtig. Also ich muss gar nichts sagen. Er zieht mir die Schuhe aus, küsst mir die Füße, schiebt mir einen Stuhl unter den Hintern, bringt einen heißen Teller Suppe. Wo hast denn das alles gelernt? Du hast mir gezeigt, wie das geht. Und dann weiß ich mir mal die Füße, die sind müde. Ich bin ein ganzes Stück gelaufen. Gewöhn mir dir mal dieses Herren ab, das nervt. Nimm mich Coco. Ja, Herren, okay, ist egal. Von mir aus nimm mich so. So, willst du mir denn mal deinen Namen sagen? Nein, das nicht. Ah, kleines geiles Ding, du. Jetzt stellt er sich so hin, bestraf mich doch, vielleicht sag ich es dir dann. Er weiß schon, wie du tickst. Oh ja. Vielleicht noch mal, wie viel Prozent du aufgelöst hast jetzt in den letzten 15 Sessions, die du gemacht hast. Wie viel habe ich aufgelöst? Hallo! Er ist so abgelenkt, ja, komm mal her. Stell dich mal gerade hin. Und halt ein Schild hoch, wie viel wir aufgelöst haben. 21%. Ach, einmal 15% die dunkle Welt und 21% die helle Welt. Also, ne, sind ja zwei Unterschiede. Einmal die weiße und die schwarze Perle. Und wie viel von der orangefarbenen? 0,5. Das wäre ja noch richtig dicker, dein Großvater. Die animalische Seite. Ja, das ist nicht gut. 0,5 ist ja richtig schlecht. Das waren nur diese Tiere, ne? Ja gut, ich habe mich da, das stimmt ja, aber ich habe mich da ja auch bisher nicht drum gekümmert. Ich kenne nur die Namen mittlerweile alle. Mhm. Lars ist weggelaufen. Tara hat sich einfach nur vorgestellt. Sibel, die
War auch nicht viel mit anzufangen irgendwie. Und jetzt habe ich ja heute erst Samira kennengelernt. Also habe ich nur die 0,5%, das ist das, was ich bei Sibel gelöst habe. Und ansonsten bei den anderen habe ich ja noch gar nichts gemacht. Naja, bei 21% bei der weißen Seite, das ist ja schon mal was. Immerhin. Ich werde an deiner Seite stehen, Herrin, sagt er. Gibt's denn noch 6 Zwerge? Ja. Kommt mal her. Ja, sie kriechen förmlich an. Die haben sich gerade in Schlangen kurz verwandelt und haben den Frosch angefaucht. So angezischelt. Was bedeuten Schlangen? Schlangen sind sehr eindeutig für Sexualität. Ah. Ihr seid doch nur Zwerge, was soll ich denn mit euch? Koko hasst kleine Schwänze. Uns benutzen. Das kann ich gerne tun, dann führt mich mal durch das Labyrinth. Hier gibt's ja auch noch eins. Und zur Belohnung versohle ich auch euch gerne den Hintern. Das ist überhaupt gar kein Problem, aber erstmal müsst ihr mir helfen. Koko, bist du denn auch die Prinzessin aus dem Froschkönig? Nein. Wer ist das? Kira. Kira ist die Masochistin. Sie redet Koko auch mit Herren an. Ja klar, sie unterwirft sich gerne. Sag mal, Kira, hast du auch eine dominante Seite in dir? Ja. Also bist du eine Switcherin. Das sind zwei Seiten von Koko. Also sie ist einmal Kira und sie ist Koko zugleich. Sie ist ihr Schatten. Also es scheint so, dass sie in ihrer Gegenwart devot ist und ansonsten kann sie dominant sein. Ist das so? Ich bin ihr Schatten, ihr Zwilling und ihre Schwester zugleich. Dann ist sie jeweils, es gibt der Gegenpol von dem, wie Koko lebt und Ja, lebt. sie gleich. Ja, genau. Das heißt, deshalb kann sie auch Lust empfinden, wenn die Männer sich hingeben, weil die dann in dieses Devote reingehen und in der Koko ist dann ihr Gegenteil auch gleich aktiv und kann das empfinden. Ja. Das heißt, die Männer und all die, dann, die Gäste, die dann kommen, sind quasi schon eine Projektionsfläche, so ein Spiegelbild für sie. Ja. Seid ihr denn gleichzeitig entstanden? Ja. Wann war Das war das denn? eine Doppelteilung, sagt sie. Wann war das? Wo ist ihr entstanden? Zeig ich mir, wo seid ihr entstanden? Im September. Ja, welches Datum genau? 4. September 1988. 86 oder 88, hä? Ich sehe zwei Daten. Das ist ja komisch. 2 oder 4 Jahre. Zeig mir die Situation. Das Bild dazu. Ach, sie wird verwirrt. Ja, erst schlägt sie, dann wird sie geschlagen. Dann schlägt sie wieder, dann wird sie geschlagen. Und dann arbeiten sie auch mit Räumen ein. Erst in ganz kalten Raum, dann wieder in ganz heißen Raum. Immer abwechselnd. Wer arbeitet mit dir? Dr. Gerhard. Ach so, wahrscheinlich sind die 86 entstanden und 88 hat Frau Müller die Feinarbeit gemacht. Ist das so? Ja. Die Männer, die sind ja eher die fürs Grobe. Aber die waren beide, haben im Team gearbeitet. Waren die alle daran beteiligt? Auch der. Nur indirekt? Naja, gut, sie reden auch die ganze Zeit durcheinander. Wahrscheinlich macht es das so schwer. Ja, bitte nur eine zur Zeit reden. Das macht mich ja völlig wahnsinnig. Ich strecke hier gar nicht durch. Doch. Ist ja wie im Kindergarten hier. Ruhe! Was passiert? Die hören nicht auf. Die quasseln durcheinander. Und der Zwerg auch noch dazu. Die erzählen mir alle was anderes. Einer sagt, es war Müller, der andere, es war Gerhard, der andere, es war. Alle dann wieder, nee, die waren das zur gleichen Zeit, dann wieder doch nicht. Das, was ich so habe als Gefühl, ist Wechsel von Kälte und Hitze und von selber schlagen und geschlagen werden.
Wahrscheinlich entsteht dadurch auch diese Verwirrung in den beiden, ne? Da weißt du ja irgendwann nicht mehr, wo dir der Kopf steht. Ist ja nun kalt, ist ja heiß. Was denn nun? Empfindest du Schmerz oder löst du Schmerzen aus? Das ist ja total verwirrend. Kopfschmerzen, was wollt ihr mir sagen? Hast einen Knoten im Kopf. Ja, das kommt mir gerade auch so vor. Ja, vielleicht lasse ich das einfach mal auf sich beruhen erstmal und akzeptiere, dass die beiden da sind und irgendwie eins sind, aber dann auch wieder nicht. Also ich habe das Gefühl, das bringt nichts. Die quatschen alle durcheinander. Ah, oh, Ruhe ist ja gut. Oh. Mein Kopf platzt gleich. Was mache ich denn jetzt? Ah, ich weiß. Hier das Zauberwort. Supercalifragilisticexpialidocious. Das soll man ja sagen, wenn man nicht weiß, was man sagen soll. Jetzt sind sie ruhig und gucken ganz verdattert. Jetzt kommt der Zwerg und schiebt so eine Wand beiseite wie so ein Vorhang. Und da sitzt der Frosch. Was willst du mir jetzt sagen, Frosch? Ich liebe dich. Jetzt schürzt er die Lippen. Küss mich. Komm hoch zu mir und küss mich. Probier es aus. Ja. Dann komm her, du. Nimm mal noch einen Frosch. Ich probiere das jetzt einfach aus und klatsche ihn an die Wand. Und dann zerschlagen. Erstmal komm her an die Wand mit dir. Jetzt liegt er da auf dem Rücken. Ah, okay. Tut sich was? Ja, Ja. er hat sich verwandelt in einen Prinzen. Was sagt er? Hallo Mela. Er macht so, er hat so einen Umhang um, macht so diese Geste. Ja. Komm mit mir nach oben, sagt er. Hier ist es so dunkel. Ist doch kein Wunder, dass du so verwirrt bist. Na dann guck mal, wo er lebt. Welche in der Welt. Im Paradies lebt er. Wunderschöner Wald mit vielen Lichtungen. Ha, Bambi. Bambis sind da. Mit Wasserfällen, himmlischer Musik, wunderschönen Blumen, ein wundervoller Duft in der Luft, heiße Quellen. Sehr schön da. Muss mal kurz das Bambi fragen. Bambi, wolltest du mir irgendwas sagen? Ja, so ungefähr. Nee, Bambi möchte mir jetzt nichts sagen. Das kommt später. Jetzt liegen die beiden am Strand und umarmen sich. Und schlafen miteinander. Berührt dich. Es gibt da noch einen Blitzen für dich. Ja. Naja, der war ja Tom, aber ich weiß nicht, es ist so zäh, dass dieser Mensch das. Naja, gucken wir mal, vielleicht passiert ja was. Ich sagte, entspann dich doch mal, ich hab dich doch lieb, aber ich lass mich von dir nicht zum Prinzen schlagen. Klar, sonst wärst du hier wieder die Chefin von allem. Ja. Wahrscheinlich mag ich ihn deshalb auch, weil er alles ablocken kann von mir. Ne? Ja. Er ist stärker als ich. Ja, nur dem gibst du dich hin, ist ja klar. Ich kann nichts tun. Irgendwas. Du kannst auch für mich ständig zu manipulieren. Nimm mich doch so, wie ich bin. Du erwartest es von mir auch. Ja.
Oh, schade, jetzt löst sich auch mein Paradiesgarten auf. Oh, das war so schön. Aber manchmal könnte ich dich wirklich gegen die Wand klatschen. Ja, könnte mich auch manchmal gegen die Wand klatschen, da bin ich mir sicher. Aber nicht nur manchmal. Das nervt mich. Ich kann da nichts. Dass ich da nichts verändern kann. Ja, ich möchte auch nicht immer und immer wieder von ihm verletzt werden. Oh, das ist schwierig. Das ist ein Standardprogramm in Beziehungen. Ja. Ja, ich bin die Einzige, die ihm so ein bisschen das Wasser reichen kann. Er ist noch stärker als ich, aber wenigstens ansatzweise spiele ich in seiner Liga mit, sage ich jetzt mal so. Ich will ja jemand, der mich irgendwie, der mich beherrscht, der stärker ist als ich, der mich zähmt. Ich bin schon zufrieden damit. Ich finde 21% ist schon viel. Doch, ist doch was. Du kannst jetzt Ja. immer wieder mit diesen einzelnen Personen arbeiten und dir zeigen lassen, Ja, mehr richtig. in Kontakt gehen, immer mehr aufbrechen. Klar. Mir die Märchen angucken, gucken, wie miteinander verbunden sind. Und da muss ich ja noch viel weiter dieses Schema verstehen, was in meinem Kopf ist. Du kannst mich übrigens rufen jederzeit, ne? Wenn du in deine Innenwelt nicht weiter weißt, dann rufst mich aber in deine Innenwelt und fragst mich, ich gebe Auskunft. Okay. Ja. Was? Mach ich. Klar, ich bin ja in der Tür. Probier's mal aus. Lass mich mal auftauchen. Frag mich mal was und guck, was ich sage. Du antwortest.